Ich bin die Elisabeth. Mein Name ist Bertram. Und wir sind im dritten Semester vom Masterstudium Entrepreneurship and Innovation an der NDU. Diese Weihnachten haben wir uns vorgenommen, das wertvollste Geschenk von allen zu verbreiten: Zeit. Deswegen haben wir die Schenkezeit-Boxen ins Leben gerufen. In diesen kleinen Boxen sind verschiedene regionale Köstlichkeiten drinnen, die sich besonders gut für die Vorweihnachtszeit eignen, wie zum Beispiel Tee von Sonnentor oder eine Backmischung, die man gemeinsam anfertigen kann. Der Gesamterlös des Projektes kommt dem Kinderhospiznetz in Wien-Meidling zugute. Von der Erstellung von einem Finanzplan, was wir letztes Semester gelernt haben, bis zu Projektmanagement, was wir Anfang dieses Semesters in einer Vorlesung gelernt haben. Diese Fähigkeiten können wir jetzt alle in dem Projekt auch anwenden. Deswegen können wir jetzt sehr agil arbeiten und wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir sehr offen und auch sehr eng im Team zusammenarbeiten. Und eben, wie die Elisabeth schon erwähnt hat, jetzt nicht nur Hard Skills haben wir gelernt, sondern auch, wie organisiert man sich im Team, Konfliktmanagement, was passiert oder was ist los, wenn mal was nicht so passiert, wie es eigentlich laufen soll. Das Besondere an unserem Team ist auch, dass wir 3 Grafiker sind und 4 BWLer. Deswegen haben wir den perfekten Mix an Kreativität und wirtschaftlichem Know-how. Das ist einfach super inspirierend, wenn man mit seinen eigenen Projekten wirklich in die reale Welt rausgehen kann und dort auch sehr gutes Feedback bekommt. Und so wird man einfach motiviert zum Arbeiten. Man hat einfach mehr Mut, um was zu machen. Meine Highlights sind immer die Momente, wenn wir mit unseren abgeschlossenen Projekten wirklich in die Wirtschaft gehen, mit Leuten aus der Praxis drüber reden und das Feedback ein gutes ist. Das macht eigentlich am meisten Spaß, eben auch selbstständig Projekte umsetzen zu können. Und für mich eigentlich mein größtes Highlight im letzten Jahr war, als wir unsere App, die wir gemeinsam entwickelt haben, bei Billa pitchen durften.